Krieg in Europa? Lange Zeit undenkbar. Doch plötzlich ist Deutschland im Panikmodus. Mit quasi Beginn des Krieges ist erstmal die Anzahl der Zugriffe auf unsere Internetseite auf über 10.000 hochgeschnellt. Private Bunker. Ernsthaft? Putin droht mit Atombomben. Sind wir darauf vorbereitet? Die vorhandenen Bunkeranlagen auf dem Gebiet Deutschlands wurden in den letzten 20 Jahren vollständig zurückgebaut. Unsere Schutzräume, nur noch bessere Keller. All das, was uns heute fehlt, hatten wir einmal. Aber bringen uns Bunker überhaupt etwas? Fest steht, sie sind alt, also richtig alt. Ist Deutschland gewappnet für Angriffe und Krieg? Und was kannst du tun, um dich zu schützen? Wir sind in Strausberg bei Berlin. 2,5 Tonnen Stahl schützen einen der größten Atombunker der DDR. 20 Meter unter der Erde, 70 mal 70 Meter groß. Bei einem Atomangriff auf Ostdeutschland sollte von hier die Kommunikation stattfinden. Der Bunker? Früher die wichtigste Kommandozentrale der DDR. Doch seit dem Ende des Kalten Krieges ist das Geschichte. Seitdem, wir reden knapp von 30 Jahren, findet keine Wartung mehr statt. Martin Kaule reist seit 20 Jahren quer durch Deutschland, dokumentiert den Zustand von Schutzräumen. Die vorhandenen Bunkeranlagen auf dem Gebiet Deutschlands wurden in den letzten 20 Jahren vollständig zurückgebaut. Es gibt heute dort Museen, Rechenzentren, Ausstellungen. Es gibt selbst Plantagen für medizinische Produkte innerhalb dieser Bauwerke, weil sie so schön abgeschirmt sind. Okay, aber ernsthaft. Die Frage nach Bunkern und Bevölkerungsschutz ist plötzlich wieder total aktuell. Denn Russland droht mit seinen Atombomben, übt sogar ihren Einsatz mit Mittelstreckenraketen wie diesen hier. Und das zeigt Wirkung. Es darf keinen Atomkrieg geben, warnt sogar Bundeskanzler Scholz. Deutschland im Panikmodus. Atomkrieg? Nein, danke. Nukleares Schlachtfeld Deutschland. Die Apokalypse in unseren Köpfen. Eine aktuelle Umfrage zeigt, 57% der Deutschen fürchten einen Atomkrieg. Diese Sorge füllt hier die Auftragsbücher. Und mit genügend Kleingeld kannst auch du dir deinen eigenen Bunker kaufen. Das ist jetzt eins unserer größeren Exponate, die wir produzieren. Das ist eine sogenannte Panzerstahlgarage. Wir haben hier gut 21 Quadratmeter Grundfläche und das Ganze wiegt, da es eine Panzerstahlausführung ist, um die 10 Tonnen. 10 Tonnen Panzerstahl. Kosten? Richtig, 200.000 Euro. Das ist aber nur die Basisversion. Wenn du Filter für biologische, chemische und atomare Kampfstoffe einbauen möchtest, musst du draufzahlen. Im Grunde genommen lässt sich alles Mögliche machen. Je nachdem, was der Kunde sagt. Ich möchte da meinen Porsche drin parken, den 356er aus den 60er Jahren. Oder meine Gemäldesammlung oder Diamanten oder was immer er auch hier drin lagern will. Im Grunde genommen kann man ihn nutzen wie einen externen großen Safe. Aber man kann ihn auch genauso ausstatten zu dem Thema, ich fürchte mich vor was auch immer. Zum Beispiel vor Wladimir Putin. Hurra! Mit Beginn des Krieges ist erstmal die Anzahl der Zugriffe auf unsere Internetseite auf über 10.000 hochgeschnellt, also vom 24. auf den 25. Februar. Und gleichermaßen haben die Telefone angefangen zu schrillen, kann man fast sagen, sodass wir dann ab dem 25. für 2 Wochen lang eine Hotline eingerichtet hatten. 8 bis 22 Uhr, 6 Telefone. Wie viele Bunker sie verkaufen, bleibt ein Betriebsgeheimnis. Aber wie gut schützt so eine Panzergarage gegen Atombomben? Wenn wir jetzt in den Bereich atomaren Schutz zum Beispiel gehen, dann sind wir immer unterirdisch. Weil wir wissen, eine Atomexplosion hat immer eine Druckwelle und hat immer eine thermische Welle. Und alles, was überirdisch ist, wird dementsprechend auch getroffen. Das würde zwar vielleicht schon was abhalten, je nachdem, wie weit ich weg bin von dem Sprengort. Aber im Grundsatz her ist es in dem Bereich immer sinnvoll, unter die Erde zu gehen. Da musst du dann aber mehrere Tage bleiben, bis der radioaktive Fallout weg ist. Mit privaten Bunkern werden wir im Fall der Fälle wohl nicht alle versorgen können. Deshalb hat Nancy Faeser, unsere Bundesinnenministerin, das jetzt zur Chefsache erklärt.
Es existieren aktuell noch 599 öffentliche Schutzräume in Deutschland. Wir werden prüfen, ob es noch mehr solcher Anlagen gibt, die wir ertüchtigen könnten. Denn der Bund hat 2007 sein Bunkerprogramm eingestellt. Die meisten der damals noch 2000 öffentlichen Schutzräume wurden aufgegeben, so wie hier in Aachen. In diesem Hochbunker sind jetzt Wohnungen. Wo also sind die Bunker, von denen Nancy Faeser gesprochen hat? Frontal hat alle deutschen Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern nach dem Zustand ihrer Bunker gefragt. Ergebnis: Keine dieser Großstädte hat betriebsbereite Bunker. Denn bis vor wenigen Wochen schien die reale Gefahr eines Atomkrieges nur noch wie eine Erzählung aus Geschichtsbüchern. Solche Filme zum Bevölkerungsschutz, wie der legendäre Duck-and-Cover-Unterrichtsfilm aus den USA, gehörten genauso der Vergangenheit an wie Bunker. It's a bomb, duck and cover. Paul and Patty know what to do. Doch jetzt sind die Sorgen von damals wieder aktuell. Wir gehen in den Kölner Untergrund. Der U-Bahnhof Köln-Kalk, einer von zwei alten Großbunkern der Stadt, gebaut 1979 für 2500 Menschen. Zuletzt gewartet 1988. Wir sehen hier viele technische Apparate, die alle nicht mehr einsatzbereit sind. Um die Anlage wirklich wieder betriebsbereit zu bekommen, müsste man ganz viele Anlagen hier drin warten, ersetzen oder neu konzipieren. Und das würde dann wie lange dauern? Monate bis Jahre. Nachfrage bei der Stadt Köln. Zum Zustand ihrer Bunker schreibt uns die Stadtverwaltung, sie habe keinerlei Erfahrung mit den aktuellen Anforderungen eines Schutzraumes. Deshalb müsse zunächst ein Gutachten erstellt werden. Na gut. Okay, schon klar, es gibt nicht für 80 Millionen Menschen in Deutschland Bunker. Aber für niemanden? Sind wir wirklich so planlos beim Zivilschutz? Zuständig ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Doch in der Behörde mit fast 400 Mitarbeitern hat für Frontal niemand Zeit. Weder für ein Hintergrundgespräch, erst recht nicht für ein Interview. Wir kriegen nur eine Mail auf unsere Anfrage. Dort steht, man führe derzeit eine vollständige Bestandsaufnahme durch. Während das Amt damit beschäftigt ist, hat es immerhin schon mal ein paar Hinweise online gestellt. Also, wie kannst du dich vorbereiten? Das Wichtigste, Vorräte anlegen für bis zu 10 Tage. Zum Beispiel 4 Kilo Gemüse oder Hülsenfrüchte, 2,5 Kilo Obst in Dosen. Aber bringt dir das wirklich was bei einem Nuklearkrieg? Es muss ja nicht immer das Worst-Case-Szenario sein. In einem Nachbarschaftsverein in Darmstadt haben sie sich auch auf andere Fälle vorbereitet. Auf Szenarien, die wohl etwas wahrscheinlicher sind. Was würde denn jetzt passieren, wenn das Gas abgedreht wird? Was würde passieren, wenn der Strom auf einmal aufgrund von Anschlägen ausfallen würde? Ich rede von Beatmungsgeräten, die Menschen hier im Quartier haben. Ich rede von Kühlschränken, also wenn wir an Sommer denken, an Insulin. Der Verein hat Spenden gesammelt und sich vorbereitet. Medikamentenkühlung, Werkzeuge, um bei Stromausfall Menschen aus Aufzügen zu retten, Essensvorräte und Gaskocher besorgt. Letztendlich haben wir alle gelernt, dass viele unwahrscheinliche Dinge in letzter Zeit passiert sind, in den letzten beiden Jahren. Und wir haben uns überlegt, dass doch durchaus ein Stromausfall aufgrund von einem Cyberangriff auf die Infrastruktur oder eben auch durch gezielte Anschläge auf Netzverteilknoten in der Stromversorgung passieren könnten, die dann zu einem längeren Stromausfall führen, für 1, 2 oder auch 3 Tage. Und in diesen Tagen, gerade wenn es heiß ist, könnte es natürlich dann für im Punkto Medikamente oder auch andere Dinge zu großen Problemen kommen. Selbst machen statt auf staatliche Hilfe hoffen. Das ist hier die Devise, gerade im Krisenfall. Weil wir der Ansicht sind, solidarische Umgangsweise in der Krise ist nur dann möglich, wenn man sich vorher Gedanken macht, dass man nicht planlos ist, sondern weiß, okay, das haben wir an Struktur, das wollen wir tun oder das wollen wir auch nicht tun im Krisenfall. Fazit: Selber vorsorgen ist nicht so verkehrt. Auf Bunker vom Staat kannst du dich jedenfalls nicht verlassen. Sorry. Und jetzt? Der Generalsekretär vom Roten Kreuz fordert mehr Unterstützung von der Politik. Das heißt am Ende des Tages unter anderem auch mehr Geld für den Zivil- und Katastrophenschutz. Wir fordern gut 2 Milliarden Euro, das ist eine Verdreifachung.
In Friedenszeiten haben sich Politik und Behörden immer weniger Gedanken gemacht um den Schutz der Bevölkerung. Und das rächt sich nun. All das, was uns heute fehlt, hatten wir einmal. Wir hatten Hilfskrankenhäuser, wir hatten Ausstattung, wir hatten Bevorratung, wir hatten Sirenen, wir hatten Übungen und all das sind Dinge, die wir heute schmerzlich vermissen. Dum, dum, diddle, dum, dum, Aber jetzt mal ernsthaft. Ist ein Atomkrieg wirklich wahrscheinlich? Die immer wieder ausgesprochenen Drohungen mit Nuklearwaffen seitens Russlands halte ich für unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass im Zuge der konfrontativen Beziehungen mit Russland in den nächsten Jahren ganz andere, nämlich hybride Maßnahmen ergriffen werden. Darauf wird man sich vorbereiten müssen, nicht nur durch Abwehrmaßnahmen, sondern auch durch Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes, dass man eben hier nicht erpressbar wird, sondern von vornherein weiß, dass man sich schützen kann. Wie ist es bei euch? Wisst ihr, was im Notfall zu tun ist? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, wie stabil unsere Stromversorgung wirklich ist, dann lasst ein Abo da und klickt links.